Immenstadt im Allgäu. Im Oberallgäu besser bekannt als das Städtle. Eine Kleinstadt mit Geschichte. Bis 1804 war Immenstadt Regierungssitz, Haupt- und Residenzstadt der Grafschaft Königseck-Rothenfels. Aber Immenstadt hat noch mehr zu bieten. Zum Beispiel Natur. Und davon nicht zu wenig. Im Norden der Oberallgäuer Kleinstadt liegt nämlich das Werdensteiner Moos und damit über 80 Hektar Moor. Etwa 85 Fußballfelder, pure Natur. Wer sich ins Moor wagen will, kann den rund 4 Kilometer langen Rundweg nutzen. So wie wir. Boris Mittermeier von der Fachstelle Wald-Naturschutz Schwaben und ich. Gemeinsam gehen wir durch das Werdensteiner Moos, einen der größten Klimaschützer im ganzen Allgäu. Vor allem wegen einer Pflanze, dem Torfmoos. Die bauen sich über die Jahrhunderte immer weiter auf und bilden somit das Moor, den Moorkörper. Und die Funktion, also die Hauptfunktion von diesen Torfmoosen, kann ich mal am besten verdeutlichen, indem ich hier mal das ein bisschen zusammenpresse. Da sieht man nämlich, was da rauskommt. Unmengen an Wasser. Solche Torfmoose können das bis zu dem 30-fachen ihres eigenen Gewichts an Wasser speichern. Und das verdeutlicht schon, was für eine wichtige Rolle diese Moore auch im Klimaschutz spielen, auch beim Hochwasserschutz. Echte Superpflanzen für den Klimaschutz also. Davon gibt es hier auf über 80 Hektar Moor genug. Ähnlich wie das Torfmoos hat auch das Werdensteiner Moos selbst eine große Bedeutung für die Menschen-, Tier- und Pflanzenwelt. Zum einen natürlich ist es aus Naturschutzsicht wichtig, es ist ein ganz seltener Lebensraum. Da gibt es verschiedene seltene Arten, Insekten, Libellenarten, die nur im Moor vorkommen, seltene Moorschmetterlinge, auch die Lebensraumtypen, Biotope, verschiedene Moorwaldtypen, offene Moore sind selten in unserer Landschaft. Zum anderen ist es natürlich auch aus Klimaschutzsicht ein wichtiger Faktor. Das Moor ist ja, wenn es intakt ist, also wenn der Wasserhaushalt passt, ein ganz wichtiger CO2-Senke. Der große CO2-Speicher kann aber auch zum Nachteil werden. Denn wenn Moore trockengelegt sind, also inaktiv sind, kann das gebundene CO2 und das deutlich schädlichere Lachgas in die Atmosphäre entweichen. Grund genug, Moore zu schützen bzw. sie wieder intakt zu setzen, wie man es hier im Werdensteiner Moos macht. Denn durch Entwässerung und Torfabbau wurde es im vergangenen Jahrhundert in Teilen zerstört. Seit den 80er Jahren versucht man jetzt natürlich, hat man jetzt mit verschiedenen Akteuren, Bund Naturschutz, die Bayerischen Staatsforsten, die Forstverwaltung und auch die Stadt Immenstadt gemeinsam versucht und erfolgreich auch versucht, das Moor wieder zu renaturieren. Renaturieren heißt, man versucht, das Wasser auf der Fläche zu halten. Also es werden Dammbauwerke errichtet, Spundwände errichtet, um das Wasser in der Fläche zu halten, die Gräben zuzumachen. Das A und O für gesunde Moore ist das Wasser. Der Wasserhaushalt muss stimmen. Das heißt, das Moor sollte kein Wasser verlieren. Gräben sollten also dicht gemacht werden. Zudem sollten keine schädlichen Nährstoffe von außen in das Moor hineinkommen. Dann kann sich das Moor von selbst entwickeln. So soll es in Zukunft auch sein. Das Allgäu ist sicher eine der moorreichsten Regionen in Bayern und vielleicht auch in Deutschland. Deswegen haben wir natürlich eine besondere Verantwortung auch zum Schutz der Moore. Wir haben noch große Moorflächen. Es gibt auch noch naturnahe Moore bei uns. Allerdings ist die größere Anzahl der Moorflächen leider noch in einem schlechten Zustand. Klimaschützer, Lebensraum, Erholungsgebiet. Damit das Werdensteiner Moos all das auch weiterhin bietet, ist man hier erste und wichtige Schritte gegangen und möchte diese auch in den nächsten Jahren weitergehen. Die ersten Schritte hat eine Gruppe der Stadt Immenstadt schon hinter sich. Seit 10 Jahren ist Immenstadt nämlich auch Fairtrade-Stadt. Faire Produkte wie Schokolade oder Kaffee sollen gefördert werden, genauso wie auch der faire Handel. Im Supermarkt, kleinen Stadtgeschäften, in Schulen. Die Steuerungsgruppe Fairtrade Immenstadt will faire Produkte und fairen Handel in der Stadt fest verankern. Wie genau?
Das wollen wir von Dr. Christoph Treutwein von der Steuerungsgruppe wissen. Mich würde jetzt erstmal zuerst interessieren, was ist denn eigentlich eine Fairtrade-Stadt? Eine Fairtrade-Stadt ist eine, die sich um die Prinzipien des fairen Handels, das sind 10 Grundsätze, kümmert und die versucht, das zu intensivieren und eigentlich der gesamten Bevölkerung, der gesamten Geschäftswelt näher zu bringen. Und das bedeutet eben, dass wir versuchen, faire Produkte stärker an den Mann zu bringen und natürlich auch an die Frau. Und dass wir auch versuchen, das Ganze in die alltägliche Konsumgesellschaft einzubauen. Und das versuchen Sie jetzt schon seit knappen 10 Jahren? Seit gut zehn Jahren. Wie kann man sagen, hat sich's denn überhaupt entwickelt? Was ist so das Zwischenfazit nach den ersten 10 Jahren? Das Zwischenfazit ist doch erfreulich, nämlich dass wir tatsächlich hier eine Vergrößerung des Interesses, aber eben auch tatsächlich des Absatzes von fairen Produkten feststellen können, wie überhaupt ganz grundsätzlich, ob jetzt in Immenstadt oder woanders, sich faire Produkte doch mehr etabliert haben. Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, dann muss die Stadt ein Mindestmaß an fairen Produkten an die Bürgerinnen und Bürger bringen bzw. ihnen anbieten können. Ja, das kann man so nicht sagen. Es gibt Kriterien, die alle 2 Jahre überprüft werden, ob das Fairtrade-Siegel noch sozusagen verteilt werden kann. Und dazu gehört, dass es Geschäfte gibt in genügender Anzahl, die Fairtrade-Produkte anbieten. Einige, sie müssen nicht das gesamte Sortiment Fairtrade haben. Zweitens zum Beispiel, dass auch in der Stadtverwaltung und in den städtischen Kollegien eben auch faire Produkte konsumiert werden, zum Beispiel fairer Kaffee oder fairer Tee. Dass aber auch drittens zum Beispiel Vereine oder Schulen faire Angebote machen. Das kann auch eine Bewusstseinserweiterung sein, insofern, dass wir dann sagen, wir machen Veranstaltungen, die das Ganze fördern. Und insofern hat sich das tatsächlich etabliert, als zum Beispiel es eine gute Tradition geworden ist, dass wir am Weltfrauentag faire Rosen verteilen. Jetzt haben wir schon ganz auf den Begriff Fair bzw. Fair Trade gehört und da muss ich nochmal nachhaken, was genau ist denn Fair oder Fair Trade? Ja, landläufig ist Fair natürlich gerecht. Und dieses Gerechte zeichnet sich zunächst einmal aus, dass wir sagen, die Menschen, die diese Dinge produzieren, zum Beispiel den Kakao oder zum Beispiel die Kaffeebohnen oder auch die Bananen, das muss gerecht bezahlt werden, so dass die davon leben können und nicht, dass es nur nach Angebot und Nachfrage geht und die, sagen wir mal, großen Unternehmen hier den Preis diktieren können. Das Zweite ist aber nicht nur, dass es einmalig einen fairen Preis gibt, sondern dass das Ganze auch längerfristig gemacht wird, damit die Menschen dort eben dann besser wirtschaften können, also sich über Jahre hinaus mit solchen Verträgen eigentlich ihr Einkommen sichern können. Sie wollen also sozusagen in Lateinamerika, Afrika, Asien helfen durch die Arbeit hier vor Ort. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie haben diese Steuergruppe. Wie genau wollen Sie auch in Zukunft weiterarbeiten? Will man das vielleicht sogar auch intensivieren, diese Arbeit? Also die Intensivierung findet dadurch statt, dass wir natürlich für 2025 uns schon wieder Gedanken gemacht haben, welche Projekte, welche Aktionen wir machen können. Ich habe gerade angesprochen, es gibt eben da alljährlich diese Aktion mit den fairen Rosen, also faire Blumenverteilung. Aber es gibt dann wieder sicher auch einen Film, wie im vergangenen Jahr. Da haben wir Plastic Fantastic gezeigt. Die Schulen machen auch mit. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Jugend hier dafür bekommen. Vielleicht bekommen wir auch im nächsten Jahr sogar noch einen fairen Kindergarten in Immenstadt. Das ist gerade in der Überlegung, sodass also auch die Kleinkinder bereits eben mit nachhaltigen Wirtschaften oder mit nachhaltigem Leben dann in Berührung kommen. 10 Jahre Fairtrade-Stadt. Hier in Immenstadt sieht man also ein positives Zwischenfazit. Viel mehr als um die Produkte geht es den Verantwortlichen aber um das Bewusstsein. Auch als Kleinstadt kann man helfen und sich dabei sogar selbst etwas Gutes tun. Weitaus mehr als 10 Jahre blickt man aktuell im Museum Hofmühle zurück. Um genau zu sein, sogar ein ganzes Jahrhundert.
Da sah der Immenstädter Marienplatz noch etwas anders aus als aktuell. Die Immenstädter Feuerwehr war aber damals schon zum Wohle der Oberallgäuer Stadt im Einsatz. Eine Feuerwehrübung früher und heute. Hier im Museum Hofmühle nicht der einzige Vergleich, den man findet. Die Ausstellung Damals trifft heute, Kontraste aus 100 Jahren Städtle, präsentiert historische und moderne Bilder der letzten 100 Jahre in und um Immenstadt. Alte Bilder neu aufnehmen. Nach so vielen Jahren eine echte Herausforderung. Weil man denselben Standpunkt nicht finden konnte, weil es nicht mehr möglich war, im selben Standpunkt zu fotografieren, weil es den Straßenzug vielleicht so gar nicht mehr gibt oder weil einfach ein Bäume oder ein ganzes Waldstück oder was jetzt plötzlich im Weg war, das es vor 50 oder 80 Jahren dort eben noch nicht gab. Und somit, ja, musste ich auswählen, was sind interessante Kontraste natürlich und was ist überhaupt möglich zu zeigen. Die alten Aufnahmen kommen aus dem Fotohaus Zeller, das von 1902 bis 2006 unter anderem die Stadtgeschichte dokumentierte. Damals war die Technik noch eine andere. Um die alten Originale auch weiterhin festzuhalten, gab es nur eine Lösung. Die Aufnahmen mussten digitalisiert werden. Die Problematik ist eben die, dass die Bilder zu 90%, würde ich mal sagen, als negative vorliegen. Das heißt, man kann so auf den ersten Blick nicht erkennen, was drauf ist. Und der zweite Punkt ist der, wir haben im Grunde genommen nur Repronummern gehabt. Das heißt, ein bestimmtes Motiv gezielt im Bestand zu finden, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen war für uns im Stadtarchiv schon relativ bald klar, dass hier eine Digitalisierung erfolgen muss mit einer entsprechenden Verschlagwortung in unserem Archivverwaltungssystem, damit also Bilder gezielt auch gefunden werden können. Ein Aufwand, der sich nun gelohnt hat. Immenstädterinnen und Immenstädter können in der Ausstellung in Erinnerungen schwelgen und sogar auch hier und da etwas Neues über die Heimatstadt lernen. Hier zum Beispiel sieht man eben, wie früher die Straße, ich glaube, sie hieß damals noch Fabrikstraße, über den Bahnübergang drüber führt. Und ich kannte das Haus natürlich, das erkennt man immer noch gut wieder. Und wusste, es muss da irgendwo sein, bin aber lange rumgeirrt, um diesen Standpunkt zu finden, bis ich dann kapiert habe, dass es das ja gar nicht mehr gibt, die Straße in dem Sinn. Da wurde ja die Stadtspange gebaut und der große Fußgängerüberweg. Ein Wandel der Stadt durch den Wandel der Zeit. Gebäude, Straßen, Traditionen, ja der ganze Alltag hat sich geändert. Fortschritt, vor allem in der Technik, ist bei dem direkten Vergleich der Aufnahmen leicht zu erkennen. Wie hier bei alten und neuen Räumfahrzeugen. Damals, das war in den 30er Jahren, glaube ich noch, da wurde einfach so ein Holzgestell, Holzpflug von vielen Pferden gezogen. Und das war alles, was man hatte als Möglichkeit zum Räumen. Aber man brauchte natürlich auch noch nicht so viel Schneeräumung wie heute. Autos sind ja kaum welche gefahren. Also viel haben die Leute auch noch selber dann einfach geschaufelt. Ja, und heutzutage ist klar, da fährt der Schneepflug. 100 Jahre Stadtgeschichte. 100 Jahre Immenstadt. In der Ausstellung kommen Besucherinnen und Besucher ihrem Städtle noch mal etwas näher. Immenstadt. Eine Stadt mit Geschichte. Eine Stadt mit Natur. Eine Stadt mit Bewusstsein. Hinter dem Namen Städtle verbirgt sich also mehr, als es anfangs scheint.